Hallo. Bei der Aufnahme sind super viele Leute. Also, okay, Flummi und Wanderzert sind ganz, ganz oft rausgeflogen und das, ja, bla, ne? Ich habe meistens hier den TS-Sound drin gelassen, damit man ungefähr mitkriegt, wann jemand gegangen ist und wann nicht. Das war's. User in your channel timed out. Ist das ein Zeichen? Ich weiß nicht. Dum, 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 Okay, warte nicht so lange. dum, 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 Ey. dum, dum, dum. Ja? Ist euch mal aufgefallen, die ganzen coolen, professionellen, krassen Leute auf YouTube, die zählen Also dann wir. immer, ja, genau. Die zählen dann immer ein, so runter, und dann machen die voll krass los. Und dann vergessen die das öfter rauszuschneiden, damit jeder merkt, wie cool und krass und professionell sind. Das machen wir jetzt auch. Also Leute, 3, 2, 1, go! Nein. Intro. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt immer das Gleiche raus. Sehr gut. Ja. In der letzten Folge, die ja 1 Milliarde Jahre her ist. Die ist tatsächlich 1 Milliarde Jahre her. Jetzt Genau, knapp und einen könnten auch Monat. 48.000 Milliarden sein. Man muss nur Jahre anders definieren, ja. Das stimmt. Aber dann geht alles. War das die Karman ist ausgerastet Folge? Das war die Karman ist ausgerastet Folge. Ja. Ich würde niemals ausrasten. Nein, du schlägst nur Leute auf offener Straße halb tot. Wenn Jojo dich nicht davon abgehalten hätte, hättest du seine Faust in seinem Gesicht versenkt, sein Hirn wieder rausgezogen und mir dann gesagt, ich sei die Fürchterliche von uns beiden. Da ist er still. Nee, was soll ich dazu sagen? Es ist halt einfach nicht wahr. Ich war total beherrscht. Ich wusste genau, was ich tue. Zu jeder Zeit. Ich hätte niemanden Zumindest in verletzt. der Zeit, in der ich auf dich eingeredet habe, damit du den Typen nicht halb tot schlägst und ihn dann doch vielleicht doch noch befragen kannst. Nicht nur halb tot schlägst, sondern tot schlägst. Gott, ich musste den heilen. Du übertreibst es halt immer. Zu sehr. Ja, ich hätte vielleicht nicht so fest zuschlagen sollen, da hast du recht. Es tut mir leid. Ja, eben. Aber es kann halt nicht jeder so besonnen sein wie du. Ja, aber du musst hart dran arbeiten. Ja, aber ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du mir so sehr geholfen hast dabei, mich im Griff zu haben. Ist ja das Mindeste, oder? Das, ja. Gut. Das ist tatsächlich das Mindeste, was du für mich tun konntest. Nein, ich meine, dass du dich bedankst, Mann. Ach so. Ich lutsch dir auch den Penis dafür, aber du bist so weit weg. Ja, du Ich bist nicht lutsch zum dir Festival den gekommen. Penis klingt übrigens nicht geil. Du musst, wenn dann, sagen, ich lutsche dir den Schwanz. Das war auch nicht beabsichtigt, dass das geil klingt. Also, bist du da Das sicher? war Ja. schon Aber was ist denn jetzt hier mit 3? zwei. Das betrifft ja die Charaktere. Achso, ja, gut. Ich wollte es nur mal wieder einwerfen. Ja, ist Den gut, ist gut. flotten Dreier. Mit einem Kind, ihr perversen Bastarde. Was sagst du dazu, Wanderzart? Ich fände das voll cool. Ah, das dachte ich mir. Wo ist der Penner jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Outgetimed, Junge. Schimmelt ihn eine Stunde lang im Chat rum und dann timet er aus, wenn's losgeht. Der sitzt auf der stillen Treppe. Er muss darüber nachdenken, was er getan hat. Also, was sagst du dazu, Wanazar? Ich hasse das für meinen Computer.
Nein, ich meine zum Thema. Eben. Ich bin froh, dass ich endlich mal Bestätigung habe, dass ich die eine Woche Urlaub in diesem Jahr, die ich im Dezember angemeldet habe, tatsächlich auch bekomme. Das gehört jetzt aber nicht zum Thema. Konzentrier dich mal ein bisschen. Scherzkeks. Das kommt davon, wenn man nebenbei immer Flashgames spielt. Ich habe kein Flashgame gespielt. Hätte ich vielleicht mal besser. Was passt denn noch zum Thema? Nein, tat es nicht. Also die beiden haben keine Ahnung, was vor 400.000 Jahren war. Jawohl. Haben sie ja zusammen. Nur wenn der Spieler also da keine Ahnung hat. Ja, da auch nicht. Ich würde einfach sagen, viel Spaß und bleib geil. So, genau. Guck mal, Ende. Intro. 1, 2, 3, jetzt geht's weiter. Ach so, jetzt habe ich es überhaupt erst verstanden. Ich habe einen Wolf gelabert. Du hast mit einem Wolf gelabert? Weil ich sagte, er hat jetzt so einen roten Wolf hinter seinem Namen. Den hat er schon immer. Hä, aber nee, gerade nicht. Den hat er gerade erst angemacht. Deine Beobachtungsgabe. Aber die hatte ja fast jeden Spielabend. Oder jeden Spielabend von den zwei. Ja. Okay. Ich hab das TS so selten offen. Echt, ich kann gar nicht ohne. Immer wenn ich das TS nicht offen habe, denke ich, ich rede nicht. Und ihr auch nicht. Weißt aber du, alles, was passiert, passiert nur in deinem Kopf. Also eigentlich bist du in der Anstalt, das weißt du doch. Das ist okay. Das sind immer lustige Sachen. Ja, aber du musst wissen, dass alles nicht real ist, was du hier erzählst. Es ist scheißegal, ob es real ist, solange es okay ist. Weißt du? Kann mir auch egal sein, ob es real ist oder nicht. Wenn ich mit dir rede, ist es egal, ob weißt du, ob das nun echt ist oder nicht, weil es ist immer scheiße. Ach so? Ja. Also pass auf, Diddy, wir fangen jetzt auch mit dir an. Och nö. 2, 3, 4, 5, 6, 2 Tage später. 2, okay. Steht Vlad vor deiner Tür mit Konstantin. Das ist der große, bullige, langhaarige Loden-Toni mit Bart. Scheint offizieller zu sein. Weißt du, den nimmt man halt immer mit, wenn man Knochen brechen muss und so was. Achso. Guck ihn an. Moin, kommt rein. Bier? Lass mal. Okay. Jo, Vlad setzt sich dann hin, Konstantin guckt sich ein bisschen bei dir um, tippt mal an die Hand, also an deinen Handyman, und guckt dir das mal in den Kühlschrank. So, setz dich mal, Kava. Jo, ich setz mich in den Sessel. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu erklären. Okay, das war in seinem Turf? Ja. War ja direkt vorm Tolf, wo man nicht so viel Stress machen soll. Wo sich auch keine Gänger eigentlich rumtreiben. Damit das sauber bleibt. Oh. Oh. Eine persönliche Geschichte zwischen seinem Verein und meinem Verein. Also mir. Das musste geklärt werden. Ist vielleicht etwas durch den Ruder, aus dem Ruder gelaufen. Es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja, die Stelle war vielleicht nicht die beste dafür. Nee. Du fängst schon wieder an, irgendeine Scheiße runterzureden, du kleiner hässlicher Pisser. Gerade jetzt, wo die scheiß Bullen hier tatsächlich rumgucken, weil den Moloko am Arsch sitzt, rennst du rum und haust die Leute so kaputt, dass du vermutlich immer noch dort Knochensplitter findest. Und dann muss der Wichser auch noch abtransportiert werden. Direkt vom fucking Tolf, was sauber bleiben sollte. Und du erzählst mir, ja, das war eine Geschichte zwischen Simon und meinem Verein, das musste erklärt werden, es muss überhaupt nichts erklärt werden, solange ich das nicht sage. Also ich gebe dir nochmal eine Chance. Denn du hast Jojo mehrmals den Arsch gerettet und du hast ein paar Sachen für uns erledigt, die echt cool waren. Also darfst du das nochmal neu anfangen. Wie gesagt, sorry, tut mir leid. Ich habe nicht drüber nachgedacht, wo ich genau bin. Was denn ist jetzt für ein Scheißverein?
Ich guck zu dem Hampel, der hinter ihm steht. Na, der holt da irgendwas aus dem Kühlschrank bei dir und frisst das. Ja, das ist so eher so ein, muss er das unbedingt hören? So ein Blick, so. Die Jungs haben meine Familie umgebracht. Und was ist das für ein Verein? Es ist eine Söldnergruppe an sich. An die kommt man aber schwer ran, also von daher muss ich ein paar Informationen kriegen. Und auf den erstbesten Typen loszurennen und ihm meine Knochen zu brechen, hilft ja. Manchmal ja. Hat's dir geholfen? Ja, ein bisschen. Bist du da sicher? Von dem, was ich gehört habe, sah der Typ nicht mal aus, als hätte er überhaupt noch reden können. Ne, er konnte noch reden. Was macht mich auf jeden Fall Hodenkobold? Ich kann's dir nicht gebrauchen, dass du so eine Scheiße abziehst. Aber ich mach dir einen Vorschlag. Du hilfst uns bei ein paar kleinen Sachen und dann helfen wir dir bei dem Scheiß. Deal. Aber ich würde euch ungern in die Gefahr bringen. Also das solltet ihr dann diskret machen. Die haben schon meine Familie ausgelöscht. Okay, meine Familie konnte sich nicht wirklich wehren. Aber wenn die mich rennt bei ihnen scheiße beschrubt durch Moskau oder was? Ein paar von denen, aber nicht viele. Und von denen habe ich noch nie gehört. Das ist ja auch kein Verein, der sich an die große Glocke hängt. Wenn die groß an die Glocke hängen würde, könnte ich durch die Haustür reingehen und reingehen. Mach dir mal Gedanken darüber, ob du das nächste Mal beherrschen kannst. Jojo wird dich im Auge behalten bei der Kacke. Und wenn die mir sagt, der Typ hat sich nicht im Griff, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass du die nächsten 3 Monate nicht mehr aus dem Krankenhaus rauskommst. Ist fair. Ha. Und noch was. Wir haben deine Familie abgeschlachtet. Wäre trotzdem günstig, sein Hirn einzuschalten, ist ja eigentlich klar. Von dem, was ich letztes Mal mitgekriegt habe, als du dich letztes Mal drum gekümmert hast, kamst du wieder und warst 4.000-5.000 Jahre im Koma und irgendwann hing dir die Bauchspeicheldrüse raus oder so Zeug. Weil du ein Vollidiot bist. Und diese selbstgerechte Scheiße, und die haben meine Familie umgebracht, deswegen gehe ich ja jetzt rein, Alter. Dies Bullshit. Weißt du, wie viele Leute von uns abgekratzt sind? Brüder, Schwestern, Familie, Freunde? Wenn wir da jetzt mal reinrennen würden wie Vollidioten, dann jäb's uns nicht mehr. Und wenn du klug bist, dann reißt du dich am Riemen. Okay. Gut. Jojo meldet sich irgendwann bei dir. Subi, danke. Bis irgendwann mal. Konstantin, stell die Scheiße zurück, Mann. Alter, du kannst dich nicht überall durchfressen. Obwohl, warte mal, davon kannst du mal was mitnehmen. Später. Jo, ich würde das. Gehen die. Ja. Tschö. Mach hinter den zu. Und mach dann eine Bestandsaufnahme, was er denn alles gefressen hat. Ob ich ihm irgendwas schicken muss, ob er irgendwie. Hier, so kommt, nimm halt Magentabletten oder sowas. Nee, der hat, weiß ich nicht, Kartoffeln mit Zeug. So, okay, alles gut, alles easy. Der hat nichts gegessen, was er nicht kennt. Er kennt Kartoffeln? Klar kennt er Kartoffeln, das ist ein Russe, Junge. Ja, aber die kriegen doch sonst eine Sollpampe. Ja, Kartoffeln halte ich für ein Nahrungsmittel, was man auch relativ gut anbauen kann. Ja, gut, das stimmt. Ich meine, es gibt ja auch noch Mais und so ein Scheiß. Nicht Mais, sondern hier Weizen und so ein Kack. Es ist halt bloß Weizen, der gut genmanipuliert ist und unter guten Bedingungen aufwächst und so, weißt du? Ja, stimmt. Gut. Und die Scheiße auch hinter uns. Yay. Ich bin nicht so glücklich, ob die mir wirklich helfen sollen.
Ah, okay. Jede Hilfe ist gut. Ich mach die Sauerei, die der Konstantin gemacht hat, wieder sauber. Du kannst einfach ablehnen und das wieder in die eigene Hand nehmen. Ja. Wie viel Karma hast du zurzeit? Zu wenig. Achso. Das ist immerhin mal eine super Sache. Ja, also. Wie gesagt, ich gehe meinen täglichen Geschäften nach. Danach. Nachdem ich dann wieder die Kühlschrank etc. aufgeräumt habe. Zeug, womit in seinen Händen drin war, weggeschmissen habe und so weiter und so fort. Gut. Der hat schon Besteck benutzt, ne? Ach, Wahnsinn, okay, gut. Es ist ja ein zivilisierter. Ja, soll er dann die Pampe an seinem Lenker abschmieren oder was? Keine Ahnung, ob er sich da einfach ein T-Shirt oder so genommen hätte und da das reingewischt hat. Hä? Nee, das sind zivilisierte Leute, weißt du? Weißt du, wie lange Jojo da schon wohnt? Glaubst du denn, die hat es nicht geschafft, den beizubringen, wie man Besteck benutzt? Das glaube ich schon. Sie hat ihn auch nicht beigebracht, im Sitzen zu pinkeln? Kondome zu benutzen? Na, okay. Moment, das hat Vlad ihnen quasi indirekt beigebracht? Der gute Gänger von Welt nimmt das T-Shirt des anderen. Als ob Jojo richtig denen auch nur ansatzweise versuchen würde, beizubringen, sitzen zu pinkeln. Sie muss doch nicht sauber machen, das ist ihr doch völlig Wurst. Ich wollte jetzt nur irgendwelche, weißt du, Klischee. Also, ich bitte dich, mit solchen Sachen fängt die gar nicht erst an. Aber ich dachte, wo wir schon beim Klischee, ja, kann nicht mit Messer und Gabel essen sind, dann können wir auch im Sitzen pinkeln und das so. Das ist sehr lächerlich. Auch er hatte Eltern. Sagst du? Das beigebracht, ja? Bin mir sehr sicher. Bin mir ziemlich, ja, Sie haben mir beigebracht, Junge benutzen Löffel, ansonsten muss ich so viel putzen, dann gibt's eine Schelle. Oder sie haben mir einfach eine reingehauen dafür, wenn das nicht oder gemacht so hat. Ja. Aber sie haben es ihm beigebracht. Ja. Es war nur nicht definiert, auf welche Weise. Das stimmt. Cutie! Ja, wer kennt das nicht? Man geht so beim Fremden einmal mit dem Kühlschrank, einmal mit dem Finger durch, nom nom nom, probieren. Wenn man ihn ärgern möchte. Ich steck da immer gleich meine Schlabberlippen rein, muss ich sagen. Wie in so einen Hundetrog. Cutie. Jojo ruft irgendwann zu einem Zeitpunkt, den der Spielleiter bestimmt, Kaban an. Ah, einen Tag später, keine Ahnung. Was weiß ich, sag du mir wann. Offensichtlich einen Tag später. Okay. Ach richtig, wir haben jetzt ja keinen Rapappel mehr. Rapappel. Das haben wir noch. Na dann? Ja. Sehr schön. Ich geh ran. Hey ho, schwing deinen Hintern mal zum Taschenelfen. Zum wem, was, wo? Schwing dein Hintern mal zum Taschenelfen. Zu wem, was, wo? Taschenelf? Sag mal. Ah, hier, kleiner Zwerg. Ach so, ja, verstehe. Jo. Sorry, war mit meinen Gedanken gerade woanders. Ja, kann ich machen. Ja. Jetzt? Bis später. Ja, best, wenn du Zeit hast. Der weiß noch nichts von seinem Glück, aber das ist ja egal. Ha, sollen wir ihm Bier mitbringen? Nö, der ist noch zu klein dafür. Der wächst auch nicht mehr. Gut, ich treffe uns vor der Tür. Mein Navi sagt, da ist Stau. 25 Minuten. Boah, brauchst du lange. Mein Auto steht noch eine Straße weiter, du musst erstmal zu mir kommen. Ich fahre los. Beziehungsweise mein Auto kommt zu mir und dann fahre ich los. Haben wir ein Düdelülü noch? Düdelülü. Ja, es kommt aus deinem Mund. Düdelülü. Wir sind da. Ja, Jojo steht unten. Hallo, Jojo. Hi. Meine Aufpassdame. Hä? Dein Bruder hat gesagt, pass auf mich auf. Ach so, nö, ich passe nicht auf dich auf. Ich guck nur, ob du auf dich aufpassen kannst. Ach so. Kannst du auf dich aufpassen? Manchmal. Kannst du jetzt auf dich aufpassen? Schön. Schon. Ich habe genug Zeug zum Aufpassen dabei. Wenn du das meinst. Okay.
Ach ja, klingeln wollte ich. Sie klingelt. Jo. Hallo, Schnucki. Ah, Herzensdame. Hi. Und Pickbube. Ja, kommt hoch. Sie hat wie immer einen kleinen Rucksack dabei, diesmal sogar ihr Skateboard. Mit dem scheint sie offensichtlich hergekommen zu sein. Haut euch hin. Ich habe dir einen Kakao mitgebracht. Kammer klingelt mit so einem Sixpack oder Bier. Na, wenn du es denn schon darfst. Die habe ich Bier mitgebracht, Kaban. Kriegt Kakao. Okay. Kakao, schön. Schön, sehr schön. Sie stellt ihr ein Bier vor die Nase und sie hat mit Edding Kakao auf die Dose geschrieben. Na dann, ein Gerstenkakao. Hm. Was kann ich für euch tun? Oder gegen euch? Gar nichts. Ich wollte dir nur einen Vorschlag machen und da ich dich jetzt nicht unnötig in der Weltgeschichte rumschicken wollte und mir überlegen wollte, wo wir uns wie treffen und dachte, das ist absolut unnötig in diesem Fall, dachte ich, wir können auch herkommen, weil wir sowieso schon mal hier waren und hier ist es gemütlicher. Ja, warum nicht? Sie greift mit der Hand in die Tasche, also in ihren kleinen Rucksack, in den Rucksack, den sie mit hat. Spielleiter, sie macht einen White Noise Generator an. Wir werden professionell. Ja. Also, passend's auf. Für dich ist ein bisschen Kohle drin, wenn du Bock hast. Kohle ist immer gut. Gut. Es geht darum, was von einem bewachten Gelände beziehungsweise aus einem bewachten Raum rauszuholen. Wo das ist, ist schon klar. Wo sich der Raum innerhalb dieses Gebäudes befindet, ist noch nicht klar. Die Typen, die darauf aufpassen, sind jetzt, sie passen drauf auf, aber sind jetzt auch nicht so hyperprofessionell. Eigentlich von dem, was ich weiß, eher weniger. Und ja. Mhm. Und was ist da rauszuholen? Kleinigkeiten, nur ein paar Chips. Datenklau, ja. Theoretisch. Je nachdem, wie man es anstellt. Aber ja. Bock dir ein paar hundert auf die Kralle zu verdienen? Ja, sicher. Okay. Muss ja leben, ne? Ja, dachte ich mir. Beauty. Dann würde ich sagen, kriegst du dafür, weiß ich nicht. Guck sie erwartungsvoll an. Ja, sie wägt gerade so ein bisschen ab. Du kriegst dafür 750 Bonuses drin, falls es doch härter wird oder irgendwas anderes. Plus okay. Gut, wenn wir welchen rausholen. Soll erstmal recht sein. Wenn das okay, wirklich so ist, wie du es beschreibst, kein Problem. Na. Dann gib mich doch mal die Infos. Ich mach das mal, ja? Mach das mal. Link. Bild ist aber jetzt nur der Stadtteil, in dem das sein wird. Und da das weiße. Wir nennen das jetzt mal ein Viereck, okay? Wir definieren das jetzt. Ist also im schlechten C-Gebiet und in der, wo so super viele Tanks waren und so ein Shit von Lebensmittelproduktion und ein bisschen Chemie und so ein Scheiß. Das ist quasi bei Brute um die Ecke? Nee, Brute war ein bisschen woanders. Okay. Wo war das jetzt? Was? Wie wo? Das weiße Ding. Links oben unterm D-Gebiet. Okay, ich hab kein weißes Ding. Dann wird das noch geladen. Nie? Ja, dann sag ich dir das gleich. Das ist nicht, lass mich erstmal. Das ist quasi ist das ein alter. Nicht auch völlig Wurst? Hey. Das ist ein alter, stillgelegter, kleiner Park, also Industriepark, wo quasi so ein riesiges Stahlgerüst mit großflächig schon drüber war, wo dann ein Haufen Kräne sind und ein paar Tanks und so ein Kack.
wo auch einige kleine Gebäude drauf sind, halt so Steuerungseinheiten. Und dann hast du da drunter, quasi jetzt nicht direkt unterirdisch, es ist aber ein bisschen unterebenerdig, verlaufen quasi nur so ein paar Wege mit quasi auch kleinen Räumlichkeiten, zum Teil entweder wo der Scheiß, also etwas größere Räumlichkeiten, wenn der Scheiß dort weiterverarbeitet wurde und oder gelagert wurde, ein paar Zufahrten hast du und ein paar Steuerungsräume. Und in einem der Räume gibt es dann quasi noch so einen kleinen Nebenraum und da drin wird von ein paar Typen, die nicht viel können, wer genau, das ist jetzt niemand Bedeutendes, der sich überhaupt einen Namen gibt, quasi so eine Art, wir passen auf euer Zeug auf, ihr könnt das hier lagern, Ding gemacht. Was genau da drin ist, weiß man nicht, aber jetzt auch nichts, was, weiß ich nicht, Lauf wir persönlich auf den Plan rufen wird, inklusive Datenchips und ihr sollt alle mitnehmen. Das ist erstmal alles. Beziehungsweise, nach dem, was ich noch wusste, war, wenn wir nicht auf die leise Tour reingehen, also auf die laute und risikoreiche Tour, dann müssen wir quasi alles mitnehmen, was irgendwie dingsig ist, um nicht ganz klar zu machen, worum es überhaupt geht. Also zumindest mehr als alle Datenchips halt. Ne? Mhm. Wenn wir leise reingehen und alle Datenchips weg, dann fällt es auch auf. Ja, aber vermutlich später, weil die gucken nach Aussage nicht so oft rein und die Leute, die das dort deponieren, wollen das quasi fast nie wieder haben. Also dauert es mindestens einen Monat, bis sie das merken. Mhm. Weiß man, wie die Datenchips aussehen? Dann könnte man eventuell, oder gibt es so ein standardisiertes Maß an, wie Datenchips aussehen? Können wir einfach die Dinger gegen leere Datenchips austauschen? Das ist er, und deswegen haben wir eher Shadowrunner gefragt. Klar kannst du die austauschen. Also, ich meine, du kaufst dir die 5 beliebtesten Marken von Datenchips und guckst, welche die dann dort haben und tust die rein. Wenn sie keine haben, ja, dann tauschst du halt nicht aus. Also keine von den beliebtesten Marken, was aber halt unwahrscheinlich ist. Hm. Aber Infos, wo hast du die sonst noch so lagern aus den Datenchips? Nee. Tolle Wurst. Was wissen wir über die Jungs, die nicht so Oberklasse sein sollen? Noch nicht. Noch nicht ist nicht viel, das ist okay. Nö. Keine Gangzugehörigkeit, keine besonders bekannte kriminelle Vereinigung, die machen halt nur das. Und haben unter Umständen sogar vielleicht noch ein paar einen regulären Job nebenbei. Also es sind so Dudes, die haben das Geschäftsmodell ihres Lebens herausgefunden. Hm, gut. Aber ist der Vorteil bei so wenig Informationen, ist wenig Raum für Fehlinformationen. Ne? Ich bin fast begeistert. Ich will nur euer Bestes. Schon klar, mein Pralinchen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir uns doch erstmal auf den Weg und schauen uns quasi an, was das für Typen sind. Meinst du das in einem Gebiet irgendwas, wo wir aufpassen müssen? Wegen irgendwas? Ja. Okay. Also da kann jeder hingehen und sagen, hier, sag mal, ich müsste was ablagern. Man geht dann nicht zu denen, man geht dann zu einer anderen Kontaktperson, denen noch nicht bekannt ist. Schade. Weil das wäre nämlich so, da hingehen, fragen, ja, wie wird das denn geschützt? Wäre so, das so, jai. Da könnte man sich ja mal schlau machen. Vielleicht findet unser lieber Hacker das ja im Netz. Wie man da ansprechen muss. Ich nehme mir kleine Kameras mit. Und du hast Drohnen. Da können wir wenigstens gucken, wer da wann wie rein und raus geht. Und dann finden wir wahrscheinlich raus, wer da ist. Genau. Oder wer da überhaupt den Scheiß macht. Und vielleicht kommt ja auch irgendwann diese Kontaktperson mal vorbei. Genau. Oder vielleicht finden wir die auch nie, aber brauchen sie da auch nicht, weil wir alles über die wissen. Ja. Wie würden da denn Zeppeline auffallen? Zeppeline bringen ja nichts, weil die sind ja so hoch oben in der Luft. Und du siehst dann quasi von oben das Gerüst, aber das ist nicht den Teil, der quasi darunter ist, besonders gut. Also der ist größtenteils einigermaßen überdacht, weil da auch dann viele Stege sind und so ein Kack und Drohnenplattformen. Deswegen. Hat dieses Gerüst an sich was mit den Leuten zu tun? Eigentlich nicht, oder? Nee, das ist halt nur drüber. Da wurde früher halt der ganze Scheiß gemacht und das ist jetzt alles stillgelegt. Und modert. Und rostet. Ah, das ist ja kein Problem. Dann kann man da ja auch mit einer Billigdrohne hinfliegen und sich irgendwo mal hinsetzen. Bestimmt. Was wolltest du, Wandi?
War das jetzt an mich oder war das was? Wie? Wo? Das nee, kam nee, wohl Mannes hat wohl auch gerade irgendwas sagen, deswegen. Okay, nee, weil bei mir bist du so halb abgebrochen, deswegen habe ich dich nicht verstanden. Nö, nö, hat sich schon erledigt. Okay. Ah, was ist denn das für eine Gegend eigentlich genau? Schlechtes Zielgebiet. Und drumherum hast du sehr viele funktionierende Agrikultur und Lebensmittelproduktionsanlagen und Verpackungen und so ein Scheiß. Du meinst also, ich kann mich mal verkleiden, damit ich nicht sofort als das auffalle, was ich bin? Als? Na, ich hab doch noch ein paar Aliasse. Also dort, wer sich dort rumtreibt, sind hauptsächlich Kleinkriminelle, die halt dort auch sowas Ähnliches machen. Zum Beispiel Drogenlabor bietet sich eigentlich ganz gut an. Oder so ein Schiss und Penner. Das heißt, als und jugendliche Randade-Kids. Punk, Skater, Kind, komme ich da noch durch die Gegend, ja? Ja. Na dann. Machen wir das doch. Ja, dann schnappe ich mir mein Deck und wieder das Messer und naja, bin dann ausgefertigt. Willst du dir nicht auch eine Knarre mitnehmen? Meinst du? Ja. Okay. Also sagen wir es mal so, vielleicht tue ich dir Unrecht, aber ich meine, du bist ein Hacker, aber trotzdem siehst du jetzt nicht so aus, als wärst du der King of Nahkampf und so, weißt du? Also ich sag mal, wenn dir da so ein Typ mit Armen wie er gegenübersteht, dann hält das er dich. Das torschiere ich wie ein Truthahn. Hält er dich am Kopf fest und du strampelst mit Armen und Beinen. Trotzdem droschiere ich den wie ein Truthahn. Aber gut, okay. Ich nehme die Puste. Wollen wir das mal... Also ich bin ja... Ich glaub das ja, aber... Ich guck nochmal an ihn runter. Bist du dir sicher? Abgehoben. Entschuldigung. Lass die Eier in der Hose. Stimmt, ich könnte mal stolpern. Es wird Sommer, die Eier hängen wieder tief. Schön. Es muss Regen geben. Ja, dann packe ich mir noch meine Plempe ein und dann holla die Waldfee. So wollen wir dich als na gut, Also entweder wir machen dich jetzt als Straßenkind fertig oder, also willst du so rumrennen oder willst du dir vielleicht auch irgendeine Art Maske, wir können dich auch als abgeranzten Zwerg durch die Gegend rennen lassen, das geht auch. Da muss er sich ja nicht viel verändern. Da muss ich ein paar Kilo zulegen, Kollege. Na, Junkies. Straßenkind geht halt nicht, ne? Ist zu klein für einen 12-Jährigen. Aber nicht für einen 12-Jährigen Zwerg. Das stimmt. Gut, dann von mir aus. Ich weiß nicht, du musst nicht, es war nur ein Vorschlag. Nö, ist ja schon in Ordnung. Ja, ich hole mal quasi meine Sachen auf für den Punk-Outfit. Ich glaube, da fahren wir am wenigsten mit auf. Gut. Dann machen wir uns alle dingsig. Wollt ihr euch mal verkleiden? Ja, wollen wir. Dann alle zusammen. Hier, ihr könnt, wenn ihr das alle zusammen macht, wird das erstens super gay und zweitens könnt ihr das dann als Dreier-Teamwork machen. Außerdem kriegen wir Bonus, weil es Aliasse sind. Hast du mal gesagt. Das stimmt. Ihr kriegt plus 1 als Alias. Ui. Wir sind so aber viel cooler als alle anderen. Ich hatte, glaube ich, auch gesagt, bei einer Teamwork-Probe nur der Letzte. Ja. Ja. Aber das ist ja egal. Wuppdiwu. Ja. Oh. Na, du musst ja bedenken, die Moskauer Mode und so, die ist ja völlig anders als die polnische. Genau. Delly, du kriegst 3 Erfolge von mir. Da muss man sich ja erstmal einfinden. Und den einen Bonuswürfel komme ich auf 11. Ist doch cool. Oh. Wird heute ein richtig okay. Das wird heute ein witziger Tag. Ihr seid trotzdem anständig alle drei verkleidet. Kann man durchgehen lassen. 2 Erfolge ist immer noch okay. Richtig. Okay. Außerdem müssen wir ja auch nicht aussehen wie die letzten abgeranzten Punker. Das ist ja völlig Wurst. Man kann sich ja trotzdem in Gegenden verirren.
beim Verkleiden geht es ja jetzt auch erst eher darum, dass man uns nicht erkennt als die, die wir sind. Na, wenn das eure Prämisse war, ja, ist okay. Ja, es sind die kleinen Sachen dann, zum Beispiel, was weiß ich, dass die Schnürsenkel, die musst du da austauschen bei euren Scheißschuhen und die sind jetzt halt neu und das sieht man, bla, das geht schon. Was ja, auch Punker nicht jedem haben auffällt, der halt nicht. Punker haben auch mal 5 Euro für quasi neue Schnürsenkel und den Rest ist Bier. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Also, eigentlich nicht. Aber ich mag Bier. Sprich, Loffe wird nicht landen und unsere Verkleidung madig machen. Wir können. Doch, er wird vor euch landen. Haha, ich habe euch durchschaut. Mist. Ihr seid dran. Und dann verwandelt er sich in einen Mülleimer. Dann rate ich, ob er quasi Steve Jobs ist. Ach nee, vorher sagte er noch, und du schuldest mir noch ganz schön viel Geld wegen hier, du weißt schon. Mhm. Auch wandelt er sich dann in einen goldenen Mülleimer als goldener Drache? Ja. Geil, den verkaufe ich. Einschmelzen. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, so ein goldener Drache hat eventuell was dagegen, eingeschmolzen zu werden. Es ist nur ein Mülleimer. Außerdem fragt man ihn doch nicht. Wenn dich fragt, er kann auch keine Einwände anbringen. Gut. Ihr macht euch auf den Weg. Ihr findet das Gelände. Ich nehme Störsender mit. Sehr schön. Sexy. Wir sind so professionell. Ihr findet das Gelände so vor, wie man sich das hätte gedacht. Also, ich meine, da ist Rost. In dem unteren Teil wird sich ziemlich viel Kondenswasser bilden und dann irgendwelche Reste und tote Ratten fangen dann... Nicht? Hallo? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Es könnte mein typischer Main-Aussetzer gewesen sein. Also da ist Schimmel und Kondenswasser. Ein paar Obdachlose sieht man, die da wohl offensichtlich hausen, aber es ist ein relativ großes Gebiet, deswegen sind das nicht ganz so... Also die verteilen sich halt ganz gut. Es ist halt gut überspannt von den Rohren, die schön tropfen und manchmal ist da auch, bilden sich so kleine Chemielachen noch von früher, weil da wohl manche Tanks nicht vollständig geleert wurden und das Zeug, es wird halt, wenn die Rohre dann leck schlagen, dann ist halt Kacke. Ansonsten ist natürlich ein Zaun drumherum und da steht hier, Leute, ihr dürft da nicht rein, hier A, Einsturzgefahr und B, ist das voll verboten, aber die sind halt an übelst 4 Stellen schon durchbrochen, also scheiß drauf. An einer Stelle ist das Gerüst wohl ein bisschen zusammengefallen, wo so ein etwas größerer Kran war und der ist dann quasi nach unten gestürzt, aber ansonsten sieht es voll vernünftig und stabil aus und wirklich, also da kann man schon rein. Scheint aber unten einigermaßen verwirrend von den Gängen zu sein. Und es gibt natürlich keine Karte von dem Ding. Ich möchte anhalten, dass die anderen nochmal einen Kaffee trinken gehen und ich gehe unseren 3D-Mapper holen. Der 3D-Mapper ist aber scheißen auffällig, das ist dir bewusst, oder? Ach verdammt, da war was. Aber irgendwofür muss der doch gut sein. Ja, um 3D-Maps zu machen. Auffällig 3D-Maps zu machen. Ich wollte nur anmerken, dass ich daran gedacht habe, dass wir ihn noch haben. Das ist auch total toll von dir, aber... Ja, ist ja gut. Ich glaube, es bringt uns gerade jetzt nicht so allzu viel weiter. Na gut. Also wir sind jetzt in diesem relativ verworrenen Scheiß, sagst du? Na, wenn ihr schon reingegangen seid, das war erstmal, was ihr von außen seht oder so. Ach so, okay, gut. Ich check mal, wie hier so die Abdeckung ist. Gut genug gerade für dein Deck. Auch wenn du reingehst, wird das Signal ein bisschen schwächer, aber es wird sich nicht auswirken. Schön. Außer du willst direkt in so einen Tank steigen, wo vielleicht noch was drin ist. Dann könnte man Schwierigkeiten bekommen. Ja, ich mach den Joker aus Batman. Ich habe das jetzt richtig verstanden, dass dieser Raum innerhalb dieses kleinen Industrieparks ist, ja? Oder in einem Gebäude innerhalb dieses kleinen Industrieparks. Ja, genau, das ist dann quasi so ein Mini-Gebäude. Also stellst dir ungefähr
Der erste Raum ist dann viermal so groß wie so ein, naja, vielleicht auch sechsmal so groß wie so ein kleines Stromhäuschen, und dann hast du halt noch einen, der sich anschließt, der ist dann halt doppelt so groß. Ja, was ich meine ist, weil die ganze Zeit von Gerüst und allem Rede ist, deswegen war ich jetzt gerade im... Ich höre dich nicht mehr. Aussetzer. So, jetzt kannst du das alles nochmal sagen. Oder auch nicht. Sie ist tot. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus wollte, und zwar quasi... Ich mache euch mal eine Skizze. Die wird so wunderschön, da wird er einfach noch sterben. Ja, wahrscheinlich, aber ich denke mal, ich weiß genau, worauf sie hinaus will. Das fängt heute richtig gut an, du. Was sie, glaube ich, sagen wollte, war nämlich, dass sie erst dachte, dass da so ein großes Gerüst wäre und darunter wäre luftig, so wie man es kennt von den amerikanischen Autobahnen quasi, dass man, wo dann die Slums runter sind. Weil sollte ich das nämlich auch erst verstanden. Naja, ist nicht ganz falsch. Es ist schon luftig. Also du hast noch ein bisschen Platz dazwischen. Also das ist jetzt sehr schematisch übrigens, ne? So sieht das auch aus. Vielleicht kannst du mich ja mal korrigieren. Ich stelle mir das jetzt so vor, du hast halt über Trassen riesige Menge an Rohre, Leitungen, Tanks gedöns, wo dann mal Rohrleitungen im Gebäude verschwinden, mal der rausgehen und so weiter und so fort. Ne? Genau. Also so ein bisschen wie so ein üblicher Chemiepark oder sowas. Hallo. Genau, wie so ein Chemiepark. Und das Gerüst ist quasi nur, um da oben Tanks und Krane und ein, zwei Stege, also mehr Stege, und vielleicht kleinere Gebäude zu stützen. Und dann führen da halt viele Rohrleitungen nach unten zu anderen kleinen Gebäuden oder anderen Tanks oder weiteren Fertigungseinheiten. Ist das so richtig mit der Sonne da oben, dass ich das so sehe, dass hier da oben die Sonne ist und... Das, wo siehst du denn so eine Sonne? Alter, das ist ein Kran, Alter, das ist ein übelst schöner Kran. Nein, ich habe da quasi eine Sonne zugemalt, du. Wo ist denn... Ich habe keine Sonne bei mir bekommen. Ich glaube, das Ding spastet gerade ziemlich gut rum. Ah, oh, sehr gut. Deswegen hast du es von uns nicht gesehen. Ich sehe bei dir nichts. Aber ich mal dir meine Sonne rein. Pass auf. Da ist jetzt übrigens aus. User disconnected from your channel. Vielleicht bin ich auch einfach nur weiter rausgescrollt. Meine Sonne ist nämlich quasi ein paar Ticks daneben. Ach da! Also ich habe dieses Fenster offen gehabt. Ja, sehr gut. Aber meine Sonne ist sowieso schöner. Hallo, gar nicht wahr? Hä? Bah. Die ist so schön, ich möchte sie melken. Ja. Hier. So. Dann haben wir das jetzt verstanden. Da habe ich das verstanden, sagen wir es mal so. Sehr schön, ich mache davon mal einen Dings-Shot. Ein Cam-Shot, glaube ich, heißt das. In your face. Das X markiert die Stelle von dem Gebäude, wo wir rein müssen. Könnte sein. Ich analysiere mal die Signalquellen, was sich denn dahinter so verbirgt. Sekunde. Ja, machen wir mit der elektronischen Kriegsführung und Logik. Wo habe ich das denn? Habe ich das denn? Ja, das ist in der Kraken-Gruppe drin, ne? Wenn du die hast. War mir klar. Gut, okay. Mann. Also. Du findest einige hauptsächlich Türen und also eigentlich nur anders. Es sind halt ein paar Geräte aktiviert, die da halt schon immer waren. An den Stellen, wo halt Leute offenbar irgendwas machen und dann da den Strom wieder irgendwie angeschalten haben oder durch Generatoren wieder das, die einzelnen Einheiten zum Laufen bringen von dem, was sie halt brauchen. Ansonsten ein, zwei Comlinks. Also sind vielleicht mehr, aber... Überschaubare Anzahl. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Penner, die haben doch nichts. Ich finde, es sind ein paar RFIDs von Penner-Klamotten. TM. Okay. Also die RFIDs von so Automatenkleidung zum Beispiel, ne? Oh, warte, du hast drei Erfolge. Da müsste ich mal ganz kurz was... Du findest... Einkommling von einem
Rabutnik-Ingenieur irgendwo auf der oberen Ebene rumlaufen. Zwei weitere Rabutnik-Typen, die aussehen wie Sicherheit vom Comlink her. Und bei denen befindet sich ein Horizon-Ingenieur. WTF? Sekunde. Dann würde ich gerne mal auf meine Wissensfertigkeit Konzernpolitik würfeln. Was die Jungs denn da gerade anstellen könnten zusammen. Tu dir keinen Zwang an. User in your channel timed out. Yay. Alter! Heute wird richtig erfolgreich. Keine Ahnung. Also doch, du weißt eine Sache. Rabutnik und Horizon haben sich ungefähr so gern wie... Wasser und Öl. Schalke und Dortmund? Genau. Ich hoffe, die hassen sich richtig. Schön. Die hassen sich doch richtig, ne? Wie Preußen und Bayern. So. Okay. Kann man machen? Also wenn die jetzt nicht gleich dem Horizon-Typen einen Freiflugrüst spendieren, dann weiß ich auch nicht. Also bisher ist noch nicht der Fall. Ja, aber was haben die noch die beiden Sicherheitsdudes dabei? Die sind doch bestimmt Leiter des Bungee-Jumping-Teams oder sowas. Na, du erzählst mir das ja wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Jep, von wegen, du erzählst mir das oder Jep, du erzählst mir das nicht? Ja, ich berichte dir das mal. Ich würde mal davon ausgehen, dass die da Horizon irgendwas macht, aufbauen soll, vielleicht irgendwie einen neuen Access Point fürs WLAN oder wie auch immer, für die Matrix. Aber die anderen Typen, denen einfach nicht vertrauen und deswegen die zwei Security Guys nebengestellt haben, die denen über die Schulter gucken sollen. Kann das Rabutnik nicht selber? Hm? Kann das Rabutnik nicht selber da so einen publiken WLAN-Punkt setzen? Ja, nicht, wenn das ein Punkt von denen ist, quasi. Hm. Wem gehört denn dieser Ground offiziell? Keinem mehr, wurde verkauft, zurück an die Stadt. Die hat das echt gekauft. Idiot. Na, die hatten ja echt schlagkräftige Argumente. Da hatten ein paar Leute dann einen neuen Mitsubishi und den wollten die halt echt schon lange haben und da hat die Stadt das dann gekauft. Und vorher gehörte das wem? Bitte? Und wem gehörte das vorher nochmal? Irgendeiner Nahrungsmittelkette, warte. Nature Taste. Das ist eine Aztec-Tochter. Aloha. Hi. Also Aztec ist ja der Mega-Nahrungsmittellieferant für Moskau. Das man kann dich sogar hören. Bigsten im Club. Oha, das ist ein guter Wurf, der gefällt mir nicht. Ja, war auf Wirtschaftsrecht. Wer wäre denn dafür verantwortlich, wenn man hier irgendwie Kommunikation einbauen möchte, das zu tun? Na, ich meine... Die Stadt macht die ganze Infrastruktur über Neonet. So, wenn das irgendwas Öffentliches ist oder sowas. Die anderen, wenn das irgendjemand jetzt privat gekauft hätte, der könnte sich aussuchen, wen er will. Du hast die freie Wahl. Ja gut, aber ich meine, wir leben ja in einem freien Land, also. Bitte? Ja, aber hier hat doch niemand gekauft, dass er so der weder der Rabutnik und Horizon in eine Partnerschaft bringen würde, oder? Also dafür müsste schon einiges notwendig sein. Wollte gerade sagen, das klingt doch eher, als würde Loff für ein Ei legen. Aber ich sag mal, es ist ja jetzt auch schon so, dass über längere Zeit Nahrungsmittel echt signifikant teurer wurde, ne? Wo denn? Ja. Weißt du, da könnte jetzt einer einsteigen, oder was? Wenn es so weitergeht, vielleicht. Hm.
Was es natürlich nicht wird, denn Aztec hat schon mehrmals gesagt, dass sie alles im Griff haben. Also sie haben alles im Griff, wird zwar trotzdem jetzt insgesamt so, keine Ahnung, 15-20% teurer über die Zeit, aber da ist ja nur kurz. Ja. Kurz ist ein dehnbarer Begriff. Genauso wie eng. Aha. Tja. Was sagt ihr? Soll ich mir mal die Comlinks genauer angucken oder scheiß mal drauf? Sagen wir es mal so, merkt ihr die IDs von denen, damit wir gucken können, ob die jetzt hier täglich auftauchen, würde ich sagen. Ansonsten, wenn die Jungs hier nicht wieder auftauchen, dann interessiert das nicht und dann sollten wir keine schlafenden Hunde wecken, indem wir die hacken. Okay. Jetzt anfangen, oder du hast halt quasi, kannst du so tun, als wenn du ein Ravutnik-Comlink wärst? Oder Deck? Ja. Keine Ahnung, ob das geht. Wenn du das sinnvoll und glaubwürdig quasi, ja, so tun kannst, so am besten unter der zweiten Schicht oder dritten Schicht, von dir dann nachbuddeln, dass du Rabutnik-Mitarbeiter bist, dann ist es natürlich witzig, den Horizon-Typen und natürlich umgekehrt bei Horizon den zu hacken. Schön auf den anderen schieben. Bringt uns dann genau was? Ja, keine Ahnung. Es bringt halt einfach nur, dass die Leute sich gegenseitig verdächtigen und nicht uns. Hm. Wird uns wahrscheinlich nicht weiterbringen, weil keine Ahnung, was sie hier machen. Keine Ahnung, ob uns das interessiert, aber Erstmal sind die noch eine Nummer zu groß für uns, denke ich. Okay. Wenn die hier jeden Tag auftauchen, dann könnten wir eventuell mal so eine Erkundung anholen, was die denn hier machen und so weiter und so fort. Weil dann können sie uns gefährden. Also soll ich schon mal gucken, dass ich irgendwas finde, was uns mal ein bisschen als Überwachungspunkt dienen kann, ja? Warum nicht, ne? Also, aber nicht die direkt hacken. Mhm. Wenn wir hier so einen kleinen Knoten haben, wo wir halt irgendwelche Sachen anschließen können, wäre ja gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn da lieber, SL? Ihr wollt jetzt einen Knoten, von dem aus ihr was genau macht? Naja, es wäre ja einfach mal, wenn es Kameras oder sowas geben würde, oder es reicht ja schon, wenn es eine Tür ist mit einer kleinen Kamera da dran, so ein, ne, weißt du, so ein Türspion digital da oder sowas. Dass du die im Auge behalten könnt. Ja, dass wir einfach nur mal gucken können, was denn so abgeht in dem Gebäude. Oder dass Pan-Signale auffängt. Genau, oder dass halt Pan-Signale auffängt. Hab eine kleine Kamera irgendwo dran, damit ich sehen kann, was im Gebäude abgeht, von außen zumindest, also was vor dem Gebäude abgeht. Es gibt ja nicht nur ein Gebäude und die sind halt oben auf den Laufstegen, wo es ja auch mehrere Gebäude gibt. Also ihr kriegt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 Knoten, wo ihr vielleicht mal zwischendurch was intercepten könnt. Kameras sieht nicht so gut aus. Bei den Gebäuden, bei denen zufällig doch mal wieder Strom da ist, aus irgendeinem Grund, wurden meistens irgendwie die Kameras vom Netz genommen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ha, Zufälle gibt's. Türkameras. Gibt's hier nicht eine Menge Penner, die hier hausen? Schon ein paar, ja. Die kann man auf jeden Fall auch nochmal befragen. Ja, das war der Plan. Na gut, vielleicht werden die auch von den Typen bezahlt, ne? Vermutlich. Also ich würde es so machen, wenn ich die wäre, ja. Aber... Definitiv. Nur wir mal eine warme Mahlzeit auch spendieren lassen oder sowas. Oder ein Schnappes. Mhm. Das Schöne ist, wir müssten ja eigentlich noch mehr zahlen. Also 2 Schnappes. Ja, aber spätestens dann werden die uns beim nächsten Schnappes vom Chef, von den Leuten wieder verraten, weil die haben ja schon unsere beiden Schnappes und der gibt denen ständig Schnappes. Beziehungsweise leider sind die sehr territorial, das heißt, die haben jetzt dann hier ihren Platz und hängen dann und wenn sie woanders hin wollen, dann sind da andere, die da ihren Platz haben und das ist irgendwie immer scheiße.
Richtig. Also bleiben wir beim Knoten. Ja, mal gucken. Wir können mal gucken. Da, wo die Typen jetzt rumflitzen, ist da irgendwo ein brauchbarer Knoten? Ab und zu, ja. Auf jeden Fall. Und hast du gehackt. Also ich meine, das wird ja nicht mehr durch irgendwelche Matrix-Sicherheitsprotokolle geschützt, weil die sind halt von, also die müssen ungefähr zu der Zeit entstanden sein, als gerade die Menschen in Donnerkeil entdeckt haben. Und deswegen, ja. Da ich vorhin eine ganze Weile lang wegen technischer Schwierigkeiten nicht anwesend war, habe ich das richtig verstanden, dass... Zur Weltkrieg! Cool. Dass nicht alle Gebäude Strom haben. Genau. So, das heißt, wir müssen uns ja schon nur auf die konzentrieren, die Strom haben. Das könnte man annehmen. Ja, wie viele sind das denn? Ja, muss ich dir eine Zahl nennen? Sind es überschaubar viele oder? Ja. Das heißt, wir müssen nur bei den überschaubar vielen gucken, die überhaupt Strom haben. Okay. Ja. Das ist doch schon mal was. Kann man da irgendwie so rumflitzen, dass man da Kameras, kleine Kameras anbringen kann, um sehen zu können, wer da rein und raus geht? Ich meine, du hast ja nur die ungefähren Positionen der stromversorgten Gebäude. Das heißt, du müsstest halt reingehen und dir das angucken. Das ist von Fall zu Fall fällig. Gibt's hier nicht, kann man, wofür hast du eigentlich deine Drohnen? Gibt's hier keine, wo man da irgendwie mal was machen kann? Hast du nicht so eine kleine Fliegedrohne oder sowas? Doch, hab ich. Kann man die nicht einfach mal benutzen? Ja, wie windig ist es hier gerade? Also unten kaum. Da zieht der Wind nicht so gut durch, weil da drumherum sind halt noch ein paar andere funktionierende Industrieparks und die schauen ganz gut ab und so. Und es ist nicht so windig. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich mal meine... Moment. Ich habe ja doch eine kleine Drohne. Wie hieß sie denn noch? Herr Spielgeleiteter, ich habe doch die ganz wunderbare Fähigkeit, Magie zu wirken. Und ich habe die ganz wunderbare Fähigkeit, mich mittels magischer Möglichkeiten in ein Tier zu bedingsen. Ich sag mal noch nicht nein. Viecher, die sich in solchen Gegenden herumtreiben, sind regelhafte Ratten. Banditen nicht mehr so sehr? Nee, eher nicht mehr so sehr. Schade. Aber Vögel, bestimmt noch. Ja, die dürften auch dort unten einigermaßen genug Platz haben. Wie viel hast du Konsti? 2, ne? Konsti 3. 3? Warte mal, doch, das geht noch okay. Ja. Na, so eine Krähe oder sowas müsste doch noch gehen. Naja, 2 weniger geht, ja. Ah, wobei, bei einer Krähe komme ich da unten nur ganz schlecht rein, ne? Na, ach, du bist nämlich ein Twiddler, weil dann links ausrastet, ne? Du hast Ich möchte es gerade nicht riskieren. Das ist okay. Du hast zwischen dem oberen Gerüst und dem unteren Gebäude mindestens 6-7 Meter, aber da sind halt zum Teil so viele Rohre, dass du als ungeübter Flieger dir das vielleicht nochmal überlegen müsstest. Okay, das heißt, ich nehme ein anderes Vieh. Dann guck sie jetzt Kaban an. Kaban, du kennst dich doch aus mit der Fauna. Generell mit der Fauna. Ja. Gut. Was für Viecher leben hier außer Ratten? Oh, ich wollte gerade sagen Teufelsratten. Außer Ratten. Warum magst du keine Ratten? Warum magst du keine Ratten? Hunde, Katzen, die auf Rattenjagd gehen. Dann vielleicht ein paar Tauben oder sowas. Je nachdem, gibt es hier auch, wie heißen sie? Falken oder sowas, die die Taubenwande wieder jagen? Falken glaube ich nicht. Falken, sind das nicht so Viecher, die eigentlich übelst lange in der Luft stehen müssen und dann runter? Also, dass das... Alter, was ist los mit euch?
Der Weltkrieg, Junge. Ja gut. Nee, die müssen nicht unbedingt stehen, aber die jagen halt unter anderem die Tauben und so. Also ich glaube nicht, dass es da Falken gibt. Keine Cassiopeia. Aber Katzen meinst du? Katzen und Hunde, ja. Oh Gott, du veränderst dich in einen verdammten Furry. Hey, lass mir das doch auch mal. Ist okay. Ich wollte schon immer mal schnurren. Leider kann ich das nicht. Siehst du, das kann ich aber. Alles klar, dann gehe ich mir das jetzt angucken. Du könntest dich eventuell auch in ein kleines Schwein oder so verwandeln. Ja, das fällt hier überhaupt nicht auf. Nee, ich meine so ein Wildschwein. Die gehen nämlich auch in die Städte gerne. Aber so weit rein. Bist du geil oder hast du andere Schwierigkeiten? Was? Nee, naja, wenn du sie schon zum Schwein überreden willst. Oh Mann, sagen nein. Wir, ein Wildschwein fällt in dieser Gegend dann aber doch eher auf, würde ich sagen. Vermutlich, ja. Ich möchte etwas weniger Auffälliges, deswegen frage ich dich, was hier wirklich häufig rumrennt, außer Ratten. Ja, Hunde und Katzen. Gut. Hunde ja, wahrscheinlich blau, eher als Katzen. Pudel? Hunde eher als Katzenspielleiter? Ja gut, aber Katzen können besser klettern. Ja, aber ich denke dann auch, dass es mehr Hunde sind. Eben, wir sind okay. Einfach, weil die Penner sich durchaus mal einen Hund mitgebracht haben und es gibt halt so viel mehr Hunde als Katzen, die frei rumlaufen. Ja. Dann nehmen wir einen Hund. Irgendein Mischling. Einen blauen Pudel? Nee, nichts Farbiges. Achso, du kannst auch nichts Farbiges. Siehst du, irgendein Straßenköter. Sehr gut. Irgendein Mischling. Da ich mich meiner Kleidung entledigen muss, werde ich mich an einen Ort begeben, der nicht ganz so einsichtig ist. Scheiße, das wird kalt. Es ist ja immer noch nicht so spät im Jahr. Seid ihr nicht mit einem Auto gekommen? Doch. Stimmt. Ich entledige mich meiner Kleidung im Auto. Irgendwer muss mitkommen, der muss mir gleich die Tür aufmachen. Ist kein Problem. Ich hätte es noch einen Ticken schneller erwartet, muss ich gestehen. Ich kann auch gerne am Auto warten. Ich? Hier? Ja? Alles klar? Ich habe gerade Boobs gehört. Boobs. Dann kannst du mir schon mal deinen Zauber würfeln. Daddy, welche Drohne? Ja. Willst du vielleicht benutzen? Wie ist denn die Scheiße? Ja, was du hast doch, Alter. War das nicht die Flying Eye? Ja, genau, irgendwie sowas hieß die. Na, die geht auch. Du hast sie nicht auf deinem Charakterblatt stehen. Ich hab doch einfach mal das nicht gespeichert anscheinend, Idiot. Sind doch übrigens in der Gruppenkasse immer noch drin. Die Flying Eye Big Apple hast du. Und ansonsten hast du Fahrende. Oder die Skimmer-Drohne hast du auch noch, aber die ist ja ein bisschen größer, glaube ich. Genau. Obwohl, nee, die ist so Dosendeckel groß. Aber kann sein, dass die dort nicht sich 100% frei bewegen kann, wenn das größere Absätze sind, kommt die ja nicht zwingend drüber. Autsch. Naja, gut. Bei mir steht das gar nicht im Dingsbums. Was? Hast du wieder gewürfelt, Jojo? Ich hab's gar nicht gewürfelt. Force 2 Spielleiter. Der Bumsbuddy? Ach, Drohnen, da. Ach, guck, einer, guck. War das der Zauber oder war das der Entzug? Das war natürlich der Zauber. Sehr schön. Na gut, zwei Erfolge. Das heißt, es müsste zumindest noch klappen. Dann ist es kein kritischer Patzer. Okay. TikTok, bist du mit im Wagen oder nicht? Also ich meine, mir ist es fragbar. Nö. Okay. Nö. Okay. Unter wunderbaren, stechenden, brennenden Schmerzen und Würgegeräuschen war das... ja, obwohl... Ja, Jojo verwandelt sich so halb in so einen räudigen Köter. Das heißt, ihr Gesicht verzerrt sich erstmal richtig schön
Und ihre Schnauze zieht sich in die Länge mit gammelnden Zähnen und stinkt auch wirklich wie so ein Köter. Sie kriegt so einen leichten Buckel, es bildet sich aber keinen Schwanz, denn wir wollen ja nicht so viel Furry machen. Allerdings wachsen ihre Finger ziemlich widerlich zu pfotenartigen Dingern zusammen mit normalen Fingernägeln. Sieht einfach richtig behindert aus. Das Fell ist übrigens super räudig, öfter mal ausgefallen und geschunden. Die Augen trüben sich hart ein, bleiben aber einigermaßen menschlich. Und die wird ungefähr 30% kleiner insgesamt. Und willst du mir sagen, ich sehe nicht aus wie ein Hund? Nee, du siehst aber auch nicht aus wie ein Mensch. Dann werde ich diesen Zauber sofort fallen lassen. Ja, das kannst du nicht. Aber du kannst das mit deinen Zug würfeln. Den hätte ich jetzt theoretisch. Okay. Also der ist gerade noch festgebackt. Okay, dann werde ich wohl warten müssen. Mhm. Sieht übrigens echt eklig aus, Daddy. Ja, ich guck sie an. Aber ich weiß ja nicht. Aber so sieht ein Hund normalerweise nicht aus, selbst hier nicht. Aber das mit den ausgefallenen Haaren ist gut. Sie sagt nichts. Du kannst heiser sprechen, wenn du wolltest. Dann kommt ein heiseres Fick dich. Oh, ja. Noch ein kleiner Tipp. Hunde können nicht sprechen. Sie klatscht dir eine. Ja, das sieht wahrscheinlich sehr schmerzhaft aus, wenn du das versuchst. Okay, sie sabbert dich an. Kein Wunder, dass man dich aus dem Auto geschmissen hat, damit du hier verkrepierst. Als Hund. Du kannst dich wieder zurückverwandeln, aber deine Vorderlaufstellung ist noch einigermaßen komisch. Natürlich weißt du nicht, worauf ich hinaus will. Es ist zum Beispiel unheimlich schwer, deine Arme an den Seiten hängen zu lassen. Das ist mit ziemlichen Schmerzen verbunden. Das wird sich jetzt erst nach und nach zurückbilden. Deine Schulter ist ein bisschen komisch dafür geformt. Das geht halt echt langsam so über eine halbe Stunde jetzt erst weg. Na, dann wird sie so lange warten müssen. Ja, ich sag ja nur. Magie ist halt echt scheiße. Ja. Jupp. Also nach 5 Stunden Nasenbohren gehe ich mir mal diesen Kran angucken. Von wo aus? Boden. Okay, du gehst ins Gelände rein oder nicht? Ja. Okay. Meinst du den, der noch oben drauf ist oder den, der eingestürzt ist? Es gibt so zwei. Der noch soweit intakt ist. Okay. Ist ohne Strom, scheint theoretisch noch funktional, aber du müsstest auf jeden Fall ein paar Teile austauschen und ist ansonsten nicht so besonders. Der war wohl, also der hat 2 biegsame Rohre mit dran, wo man früher wohl was abpumpen konnte und dann irgendwie umleiten und hat gleichzeitig halt noch die Funktion, dass du verschiedene Sachen umstellen kann. Mhm. Achso, die Konzernleute sind die jetzt an einer anderen Stelle jetzt. Weiter hinten, weg von dir. Okay. Würde es Sinn machen, oben am Kran eine Minikamera anzubringen? Das wäre schon nicht schlecht, ja. Von da hätte man so ziemlich viel so. Jo. Dann, gucken. Gucke ich mal, wie gut ist dieser denn besteigbar? Wird das nicht Free Climbing im Himalaya oder ist das Kinderkletterwand? Der Anfang ist ein bisschen komplizierter, weil da halt so ein Zugang abgeschlossen ist. Da musst du einen kleinen Teil überklettern, aber da bist du ja noch nicht in so großer Höhe. Doch, du kannst danach in dem Innenteil quasi langklettern, sodass du theoretisch nicht rausfallen kannst und das ist schon mit Leitern. Die scheint auch noch okay. Ein bisschen, ja, nicht mal so besonders rutschig. Okay. Abgeschlossen, kenne ich da auch mit Lockpicking ran? Achso, du hast Lockpicking, das ist tatsächlich ein normales Schloss. Ja, kannst du, zeig mal her, das Zeugnis. Geschick ist das. Nee, warte mal. Das ist Geschick. Agilität. Genau.
Also, das Ding ist halt super alt und verrostet und ewig nicht mehr benutzt. Und hast du nicht gesagt, du würfelst immer so gut? Ich breche jetzt Essen. Aber dann schmeckt's doch nicht. Obwohl, ja doch. Das schmeckt jetzt schon nicht gut. Das stimmt. Also ich sag mal, es ist leider unmöglich, dieses Schloss zu eröffnen. Vielleicht hilft da nur rohe Gewalt. Oder eine Monofilamentkettensäge. Ich würde sagen, wir losen einfach heute total ab. Ich merke ja total. Deswegen freue ich mich auch gleich mit meiner Drohne da rumzufliegen. Ach komm, du würfelst doch eh wieder 1000 Erfolge. Vermutlich ist das nicht so heute. Ja, ich glaube schon. Okay, letzter Versuch vom Klettern. Kann ich das mit meinem Kampfmesser aufbrechen, das Schloss? Nee. Ich prophezeie, ich werde heute noch Karma verbrennen müssen, also Edge verbrennen müssen. Gut, dann also klettern. Ich freue mich. Akrobatik und Stärke ist das. Kritischer Partner und wo ist er? Nö, da ist er. Ei. Oh. Also, du überkletterst das mit Grazilität und Finesse. Du wirst nicht nur dieses Ding nach oben empor dich scharwenzeln, sondern du wirst natürlich auch perfekt aus dem Sichtfeld der drei Typen, sollten sie mal nach oben gucken, dich enthalten. Und ja, es ist nicht gefährlich, es ist einfach easy. Schön. Ja, am Ende angekommen, bapp ich dann die Kamera da dran. Ja, du findest eine Position, die den ganzen oberen Bereich perfekt abdeckt. Mit zwei Minikameras ist es gemacht. Kann man die Kameraoptik nicht auch noch schwenken? Dann Na, Minikameras, dachte ich halt eigentlich, sind so echt super klein, dass du die nicht mehr wirklich schwenken kannst. Aber die kosten halt auch nichts. Gut, sei dahingestellt, wenn sie nichts kosten, dann nehme ich auch zwei oder fünf. Egal. Ja, also die sind Lebensstil, sagen wir es mal so. Okay. Dann klappt ich da wieder runter. Mit Grazilität und Finesse. Also vielleicht sogar mit Style-Punkten. Okay. Und und angekommen lade ich mir direkt mal die Bilder ins AR und guck mal rum. Sehr gut. Ja, und währenddessen kriegst du auch eine Anfrage wegen auf dem Zugriff auf dem quasi auf dem Drohnenknoten mit der Beschreibung hier, schau da mal drauf, dass nichts passiert, dass mir den niemand wegnimmt. Okay. Und dann fliege ich meine kleine mein Flying Eye quasi da mal ein bisschen durch. Würfel mal bitte. Versuch dabei sehr unauffällig zu bleiben. Würfel mal bitte. Reaktion und Schleichen. Und Schleichen? Handling kommt oben drauf? Nein, Handling ist dein Limit. Eieiei. Ja, läuft. Limit nicht erreicht. Schade. Also du fliegst es ein bisschen durch, du findest, also ich meine, du wirst ja vermutlich die Teile abgehen, wo Strom drauf ist, die ihr ja schon vorher gesehen habt. Ja. Bei den meisten wird nicht viel sein. Manchmal sind es sind es Generatoren, die halt zum Beispiel die Heizung in manchen Teilen anmachen, weil die Penner halt leben wollen. Bei einem ist es tatsächlich ein Drogenlabor, bei einem ist es eine Chip-Brennerei, sowas in der Richtung. Und bei dem letzten, ich mach das mal da links oben daneben hin. Also, das ist gelb, warte. Das ist ein Rohr, ne? Das ist ja offensichtlich. Wusste ich. Darunter hast du eine kleine Tür und hier ist dann quasi, hier kann man langlaufen. Und davor steht dann quasi der Dude. also der Dude. Der ist übelst schön, ich mag den. Der gerade am Comlink irgendwas plappert
Geht wohl um irgendeine Ahne, die er hat. Da ist ein bisschen, scheint ein bisschen Secrecy involved. Wenn du verstehst, was ich meine. Tust du nicht, aber ist mir egal. Der trägt eine Pistole und guckt sich ab und zu mal halb gelangweilt um, sieht dich nicht, weil da vermutlich auch nie was passiert. Auf jeden Fall die Türnummer, die so halb abblättert. Er ist offenbar die, die ihr sucht. Das befindet sich nicht direkt in der Mitte dieses ganzen Areals, sondern ja, so von der Mitte ausgehend ein bisschen nach Westen, Nordwesten. Also man braucht ungefähr mit Laufen, wenn man ein bisschen auf den Boden aufpasst, was man tun sollte, und ein bisschen über und unter Rohren durch, vermutlich eine Viertelstunde. Okay. Ich würde quasi, um halt mal, erstmal gucken, ob das geht, wenn X das Haus ist der markierten Stelle. Ja, so nach in der Richtung, so, ne? Nach da so fliegen quasi, damit ich hier so einen Blick einmal so über den groben Umriss habe, weißt du, von oben nach unten. Ja, so ungefähr so groß, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist einigermaßen rechteckig und das scheint nicht so viel dran zu sein. Ja, nee, ich möchte auch eine grobe Karte, also so eine Satellitenkarte von dem Gelände quasi, weißt du? Ja, klar, hast du. Wenn ich halt grob einen Weg habe, wo man lang gehen kann. Ja, das ist kein Ding. Also ich meine, die Drohne ist natürlich kein cooler 3D-Mapper, aber ihr könnt euch damit den Weg schon aufzeichnen. Yay. Das klingt okay. Dann würde ich direkt erstmal anfangen mit, wo, wenn ich dieses Gebäude überwachen würde, würde ich Kameras zu diesem Schutz von diesem Gebäude bauen. So, okay, kartentechnisch. Die sind natürlich viel klüger als du. Das ist ja nun wirklich auch nicht selbstverständlich schwer. Selbstverständlich ist das. Das heißt, an den Positionen haben sie keine Kameras. Ich scanne mal den Äther. Kannst du das eigentlich auch von meiner Drohne aus? Klar. Ist auch cool. Also du hast mir ja Zugriff gegeben. Der Äther sagt dir, wenn sie Kameras nutzen, die früher schon da waren, dann sind die nicht gerade gut versteckt, aber dann sind die verkabelt, ist halt schlecht. Da sieht die Drohne erstmal keine und ansonsten hast du dort keine Kamerasignale. Wie gut ist denn das Kommen von dem Typen? Von dem draußen? Sagen wir mal, ist durchaus schaffbar. Es ist so ein Standardding. Ein bisschen besser als das, was die meisten Lohnsklaven tragen, aber kommt jetzt nicht an eure zum Beispiel ran. Niemand kommt an unsere. Wäre ja die Idee, der wird ja, wenn dann wahrscheinlich den Kamerafeed empfangen oder aufrufbar haben. Mal sehen, was der sieht. Was der sieht, von der Kamerafeed von seinem Comlink sieht. Machen wir mit elektronischer Kriegsführung und Logik. Machen wir das einfach kurz. Ja, Sekündchen. Leerzeichen dazwischen. Na Jutti. Geht doch. Also der Kamerafeed, warte mal, der hält das nicht ans Ohr, weil das nicht mehr machen muss. Er wird das vermutlich am Gürtel haben. Na, der hat so auf Gürtelhöhe halt das Haus gegenüber. Was du bemerkst. Das kleine Gebäude nebenüber hat auf jeden Fall die Tür steht halt offen. Ein ganzes Stück weit, weil halt die aufgebrochen wurde irgendwann mal, die ist nicht mehr versiegelt. Und in dem Gebäude ist noch ziemlich gut in Schuss Wi-Fi-Tapete. Das sage ich nicht nur, weil ihr sie bestimmt gerne klauen wollt, sondern weil es vermutlich in dem anderen Gebäude auch so ist. Also wo die Typen drin sind. Also ich meine Wi-Fi-abschirmende Tapete. Was auch bedeutet, dass sie sich mit dem gar nicht so gut verständigen können. Naja, ist egal. Stalltür wirkt schon relativ dick, ne? Also da würden vermutlich wirklich nicht ganz so viele Geräusche durchkommen. Schüsse natürlich schon. Okay, nur meine Gedanken zu ordnen. Also der Typ empfängt keine Live-Feeds aus der Umgebung. Nö, nur den, also der telefoniert ja gerade mit der Alten, das ist das Einzige, was er gerade so groß hat und halt seine normalen App-Dienste, aber er steht nicht in direkter Kommunikation mit den anderen Dudes da drin. Und hat auch keine Kamerafeeds. Von irgendwoher. Oh. Aha. Aber da im Gebäude gegenüber wartet die Verstärkung, ja? In dem Gebäude hinter ihm. Hinter ihm. Okay. Ja.
Also er steht quasi halt direkt vor der Tür mit dem Rücken dazu und chillt halt. Du sagst, würde man hören, schallgedämpft? Unter Umständen immer noch, wenn es halt direkt davor ist. Es müsste man ein bisschen auf sein Glück hoffen, je nachdem, was sie da drin machen. Ein Schrei von ihm vermutlich nicht. Okay. Wo wir das so schön kurz abgehandelt haben, komme ich an den Boot-Sektor von seinem Comlink? Na, zeig mal kurz Hacken und so. Bäm. Moor. Bäm, bäm. Bäm. Ja, Schatz. Kommst schön. Du. Schön. Bäm. Dann schreibe ich da mal ein paar Zusatzfunktionen rein. Der soll mir doch bitte mal seine Daten sozusagen über die Kamera draußen schleifen. Ja, also soll die einen Kameraknoten am Kran schicken, dass ich den da gleich mit abgreifen kann. Easy. Und dass er, wenn er auch keine Verbindung hat, auch aufnimmt und die irgendwo ablegt und dann verschlüsselt und dann, ne, hochlädt, sobald er wieder ein Netz hat. Genau. Denn wenn er nämlich reingeht, hat er kein Netz mehr. Aber er kann immer noch aufnehmen. Und zwar Naiety. Audio und visuell. Naiety. Natürlich auch Kontaktdaten und so weiter und so fort. Den ganzen die hast du dir gezogen. Ja, nee, ich rede auch davon, wann er mit wem wo telefoniert und so weiter. Ja, ja, das auch. Ey. Ja. Was ich jetzt schon sagen kann, er hat natürlich ein paar Leute, mit denen er ziemlich häufig in Kontakt steht. Das sind 11 Typen insgesamt. Und wir geben diesen Typen keine Namen. Wir geben auch ihnen keinen Namen. Wir nummerieren die durch von 1 bis 12. So. Der ist jetzt die Nummer 1 übrigens. Und der hat ziemlich oft Kontakt zu einer Frau, die sich über Textnachrichten herausstellt als die Torte von Typ 5. Es ist ja auch wichtig, dass wenn man einen echten Freund hat, der sich ein bisschen um die Alte kümmert, wenn man selber keine Zeit hat. Stimmt, dafür sind Freunde da. Man teilt die Last. Genau, das ist ja wirklich, das ist ein echter Bro. Ob er sich schon die Freundschaftspunkte abgeholt hat? Ich sag mal, noch nicht. Da wird aber Zeit, ne? Möglicherweise. Ich muss mal ganz kurz Licht anmachen. Mach das. Das kann man sehr gut machen, dass man interne Querelen da stiftet, wenn das überall so abgeht, dass man den Tag, bevor man da reingeht, sich die einfach mal selber zerlegen lässt. Ja, da könnten so 2-3 Leute mal plötzlich dienstuntauglich werden. Yep. So nach dem Motto, Fresse voll von der Arbeit. Re. Kontra. Pro. Was? Und Fresse voll von der Arbeit finde ich einen sehr schönen Begriff in diesem Kontext. Yep. Dann so, gebe ich. Ja, ja, ja. Dann gebe ich Kavan-Zeichen so, alles klar, wir haben ihn. Schön. Gut, wie gesagt, ich mache halt eine kleine Umgebungskarte, die ich mir abschreibe. Dann, warte mal, die hatte keine Magnetfüße, ne? Ne, die nicht. Ah, schade. Mit dem Dingsbums komme ich nicht hoch genug. Ich würde nämlich gerne quasi da, quasi, also da und da, sodass man halt so in diese Gänge neben ihm und über ihm von oben reingucken kann, quasi Kameras
installieren. Mir fällt da jetzt aber gerade keine vernünftige Lösung ein. Deswegen diskutiere ich das jetzt einfach mal mit Thundersaat. Also beziehungsweise mit dem kleinen Killer Taschenelf. Jetzt müssen wir rauspiepen. Piepen wir nicht raus. Was müssen wir? Ich weiß auch nicht. Ja, diskutier mal. Ja, aber Wi-Fi war nichts verfügbar, ne? Ja, an Kameras nie. Nee. Ja, also wir haben nur Haarverdrahtetes. Ja, das Ding ist ja schon alt. Ja, nee, also ich denke auch nicht, dass wir da Kameras anzapfen können. Ich würde da gerne also eigene Kameras hinlegen, die sich dann alle 3-4 Stunden mal melden und ihre Speicher an uns leeren. In unregelmäßigen Abständen. Naja, das könnten wir ja Jojo aufs Auge drücken. Dass sie da quasi hochrennt? Katschilip, katschilip. Verstehst. Ich weiß nicht, ob sie so geschickt ist, quasi momentan. Dass sie ja, in luftiger Höhe. Dass sie in luftiger Höhe an ein Rohr etwas anbringen kann mit Pfoten. Warte. Dann kriegen wir Gecko-Band an die Dinger, die muss ja wirklich nur dran patschen. Wie gesagt, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Was hältst du davon, wenn wir die Frau fragen, die es angeht und die sich damit auch noch auskennt? Das könnte man theoretisch tun. Dann schicke ich Jojo mal eine Nachricht für eine Konferenz. Ja, Jojo ist immer noch in Tier gestellt. Weiß ich nicht. Halbe Stunde hatte der Spielleiter gesagt. Nee, du bist ja Spieler Menschgestalt, aber die Armhaltung war nur noch scheiße. Weißt du, so. Und das ist, und die halbe Stunde, ehe der Zwerg da hochgelaufen ist, dann den Kran hochgeklettert ist, Alter, du bist schon wieder fit. Okay, ja, sie hat sich wieder was übergezogen und nimmt mal die Live-Schaltung an. Hi-ho. Was gibt's? Wir haben das Nächste gefunden. Genau. Und jetzt würden wir es gerne überwachen. Sind sie schon geschlüpft? Nee, leider nicht. Hm. Nur einer ist draußen und trollt sich. Hm. Aber ich würde das gerne von extern überwachen. Quasi, ich zeig dir mal die Karte, zack, zack, mach da halt eine Umgebungskarte offen und stream das da mal so rein. Hm. Dort und dort hätte ich gerne Kameras, nur ich komme da nicht ran. Weißt du? Es war die Frage, ob du da hochkommst und dann noch in der Lage bist, da Mikrokameras anzurichten. Gute Frage. Das letzte Mal ansonsten hat es ja ganz glorreich funktioniert. Ich hab's gesehen. Ansonsten wäre natürlich auch eine Mikrokarte mit dieser Ausrichtung ganz geil. Ich kann es versuchen. Spielleiter, wie kommen wir denn da am besten hoch? Also ich meine, das sind ja viel mehr Rohre als das, was ich da gemacht habe, ne? Hm. Das heißt... Ich bin sowieso nicht drin, ich sehe es eh nicht, deswegen ist es egal. Ja, das ist, da verlaufen viele Rohre drüber, easy. Wenn ihr den Eingang... Also von oben ist, glaube ich, ziemlich behindert. Aber das Ding ist ja nicht so groß, das heißt, verschiedene Punkte zu wählen, wo man da einfach die Ecken des Gebäudes im Blick behalten kann, ist nicht so schwer. Als Ratte würde es dir tatsächlich nicht auffallen. Ratten haben einigermaßen ihr schickte Fingerchen, muss ich sagen. Das ist richtig, aber packt sie das mit der Ratte noch mit Konsti 3? Ja, minus 2. Also Ratten, Ratten-Konsti 1 ist natürlich schon fraglich. Ratten haben eigentlich Konsti 0. Ja, nur Teufelsratten sind geiler. Na, als Katze kannst du es probieren. Da kannst Eine du Katze auch sehr hat natürlich nicht so geschickte Fingerchen. Oder als Waschbär. Die haben sehr geschickte Finger, wäre zwar ein bisschen ungewöhnlicher, aber es geht noch. Als Bandit müsste das eigentlich noch hinhauen. Ja, als Bandit kannst du dich ja nicht verwandeln, aber als Waschbär kannst du. Ja, ist ja quasi das Gleiche. Ja. Ja. Waschbär würde vermutlich schon gehen, ja.
Na dann auf ein neues. ich muss einigermaßen gut klettern können da, ne? Geht. Ist von Vorteil, aber du musst nicht ultra gut klettern können. Das heißt, ich probiere es nochmal mit Force 2. Sie meint dann auch, da muss mich gleich mal jemand aus dem Auto rauslassen. Wenn es nicht geht, merkt ihr das schon. Ich sitze hier noch im Auto. Achso, du sitzt noch im Auto, okay. Ja, ja. Hey, diesmal ohne Patzer. Und richtig viele Erfolge. Also ja, zwei. Ja, so viele, wie du haben darfst. Und keinen Zug. Easy peasy. Du bist ein wunderschöner Waschbär. Ich check mal kurz die Sensorik unseres Autos, ob jemand in der Nähe ist. Und wenn niemand in der Nähe ist, dann mache ich die Tür auf, sodass der Waschbär entfleuchen kann. Der Waschbär kann entfleuchen. Der Waschbär entfleucht. Du, mir fällt da gerade was ein. Ist das jetzt ein... Nee, das ist kein aufrechterhaltender Zauber, ne? Doch. Klar, aber wenn du daran denkst, weißt du, dass sie direkt hinter dir hergeht, ne? Ja, das ist mein Problem. Und die Minikameras kannst du natürlich nicht in der Hand halten, während du da dreibeinig hinläufst. Nein. Nee, das weiß ich doch. Okay. Nee, aber ich gehe davon aus, dass man die Minikameras jetzt irgendwie... in den Sack tun kann. Ja, mit doppelseitigem Klebeband dran und das Klebeband auf der einen Seite, da kann man ja dieses Dingens noch drauf lassen. Ja, ich bereite das. Diese Folie, die das schützt, weil das, die kann ich ja mit meinen geschickten Fingerchen, die kann ich ja abziehen, so geschickt sind die Viecher. Ja, ja, ich bereite das so vor. Halten wir fest, fürs nächste Mal schneiden wir Jojo einen wunderschönen Brustbeutel. Ein Rucksack. Das Schöne ist, sie kann selber schneidern. Ja, aber stimmt, als Geschenk, man kann ja auch mal eine Aufmerksamkeit, weißt du? Daran denkst du ja wieder nicht, der feine Herr. Natürlich nicht. Das ist eine Frau, die hat gefällt, selber an Kram zu denken. Jo! Das sage ich dir, wenn die nächste Freya vor der Tür steht. so, pass auf. Du würfelst mir jetzt Schleichen und Geschick, aber dein Geschick beträgt... 5. Ui. Läuft nice. Bei dir. Weißt du, warum alles so gut klappt seit dem verpatzten Zauber? Weil sich niemand in einen Hund verwandeln sollte. Und Hunde, weil mein körperliches Limit bei 4 liegt. Das heißt, einen Erfolg kannst du schon mal wegnehmen. Ich weiß nicht, wie hoch das Waschbär-Limit sein wird, ehrlich gesagt. Okay. Ja, aber 4 Erfolge. Also, gut. Wenn es 4 ist, ist es immer noch fair. Ich kann ja mal dagegen würfeln. Sagt er und würfelte 5 Erfolge. Also. Pass auf, du machst dich auf den Weg. Dauert ja alles ein Weilchen. Der Typ, der draußen stand, der geht jetzt rein. Der ist auch fertig mit Telefonieren. Wenn der reinkommt, seht ihr natürlich, was in Bauchhöhe so abgeht. Da sitzen 3 weitere Typen. Maschinenpistole liegt irgendwo. Die anderen sind alle bewaffnet mit Pistolen. Ein Ork ist dabei, der Rest sind Menschen. Der Typ ist natürlich auch ein Mensch. Und dann diskutieren sie ein paar Minuten rum und dann geht schließlich der Ork raus. Und bei dem Ork sieht man schon, der hat richtig schlechte Laune. Er kommt da raus. Die Drohne dürfte ja sogar noch dort in der Nähe sein, ne? Vermutlich, und, ja. Na, du hast mir noch nicht gesagt, dass du zurückgerufen hast. Ja, ich und hätte der Typ, bald irgendwann. Der fängt erstmal damit an, irgendwelchen Müll aufzusammeln, so Steine, Altmetall, Gedöns und schmeißt das erstmal wild durch die Gegend, dann irgendwelche Tanks und so. Jutti, Jojo, du machst dich auf den Weg. Ja. Du. Ich hole quasi die Drohne dann zurück, wenn ich sehe, dass da halt jetzt Leute rauskommen und so, bis es weg da. Okay. Also, beziehungsweise, wenn das geht, würde ich sie unter den bisschen höher schieben, sodass ich halt bei den, also wie laut ist denn diese scheiß Drohne? Die war gar nicht so laut, ne?
Nee, die ist nicht besonders laut. Und dann will ich halt so ein bisschen höher steigen, sodass ich halt quasi nicht so voll auffalle, es sei denn, man guckt wirklich direkt mal nach oben und dann selbst dann. Die kommt nicht so besonders hoch. Also so ab der Höhe wird es irgendwann schwierig. Hä? Na, die ist es die kann ja eigentlich normalerweise bloß so 10, 20 Zentimeter hoch und ich habe ja gesagt, die kann schon ein bisschen höher, aber. Ich meine, das ist eine augengroße Drohne. Was denkst du denn, wie stark der Schub da ist, den die hat? Ich war mit der schon höher. Ja, ich weiß. Und dann habe ich gelesen, was die Beschreibung ist. Und dann habe ich das ja geschrieben. Und easy. Wenn du die ein bisschen weiter wegziehst und hinter einem Rohr platzierst, dann wirst du immer noch alles im Blick haben und der Typ wird die nicht bemerken. Das ist schon okay. Okay, gut. Sag nur, die kommen nicht so unendlich hoch, aber ist auch rein. So, Jojo, du übersteigst Rohre, unterkletterst Rohre, fühlst dich wohl, grüßt die Ratten. Sie grüßen zurück. Kommst dort in der Nähe an, der Typ bemerkt dein Rascheln und wirft erstmal einen dicken Stein nach dir. Wirf immer Reaktion und Intuition. Ey, da kann ich ja sogar würfeln. Er verfehlt dich ungefähr um einen halben Meter. Aber guckt immer noch einigermaßen grimmig in deine Richtung und sammelt irgendwas auf. Also du bist jetzt auch so hinter einem Rohr verschwunden und hinter einem Absatz, dass er dich auf jeden Fall nicht mehr treffen kann. Und er sah auch nicht aus, als würde er sich jetzt übelst anstrengen, dir hinterher zu laufen. Du warst nur irgendwas Lebendes, was sich bewegt hat. Dann warte ich jetzt da, bis der irgendwie weg ist oder was weiß ich macht. Sich beruhigt, sich langweilt. Na Juti, ungefähr 30 Minuten später wird er sich hinsetzen und naja, Spiel spielen. Das heißt, er ist abgelenkt, dann kann ich die Gelegenheit nutzen. Ja. Er spielt Pokémon Stay oder Sit. Auf jeden Fall, es wird nicht so schwer sein, an verschiedenen Punkten ein paar Kameras dran zu kleben, auch nicht für Waschbärhände und was viel Geschick passt. Ich kann ihm leider Gottes nicht auf den Kopf kacken, ansonsten hätte ich jetzt getan. Also wenn du dich traust zu klettern, du bist ja auch einigermaßen gut dabei, dann kannst du auf so ein Rohr über ihm und dann auf den Kopf kacken. Das ist es mir nicht wert. Ich glaube, der findet das nicht so geil und hat kein Problem damit, Tiere abzumurksen. Richtig. Und die Maschinenpistole liegt in der Nähe. Nee, die liegt drin. Von der Ausstattung sahen sie nicht so aus, als würden sie sagen, na klar verballerst du jetzt ein ganzes Magazin Maschinenpistolen-Munition an so einen Waschbär, weißt du? Was hat der denn so an Krempel an sich? Matrix-Aktives. Ja, Comlink, die Pistole hat kein Smartlink. Eine Brille, also eine AR-Brille und so ein Scheiß. Nichts Außergewöhnliches. Okay. Er hat übelst geile Disco-Schuhe, die dann, wenn er ordentlich upsteppt, quasi in verschiedenen Farben im richtigen Takt leuchten. Boah, die hatte ich auch damals als Kind. Die sind übel geil und gar nicht nervig. Nee, und auch war voll nicht peinlich im Nachhinein. Nein, du warst cool. Das dachte ich auch. Deswegen aber trotz. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass der Typ sehr ungemütlich ist, mache ich mich dann auch auf den Rückweg. Okay. Da reinkriechen will ich jetzt nicht so gerne. Kannst auch nicht reinkriechen. Naja. Also ich meine, du hast es ja einmal umrundet, es gibt von den Geräuschen her, wo auf der Decke ein Lüftungsschacht... Kann ich da aufs Dach? Na, dann müsstest du mir mal Akrobatik und Stärke würfeln. Stärke wirst du haben 4. 4 Stärke? Ja, mit deinen 2... als Tier durch die Gegend rennen. Na, du kriegst ja deine Erfolge drauf. Ach so, dann hätte ich vorhin sogar 6 Geschick gehabt. Hä? Na, das kommt drauf an, ob ein Waschbär bei mir 3 oder 4 Geschick hat. Er hatte offenbar 3.
Also ich meine, bis zu einem gewissen Grad. Wenn du 6 Erfolge hast, hat er nicht Stärke 8. Das können wir natürlich nicht machen. Also was wolltest du jetzt? Stärke und Akrobatik? Genau. Ah, warte mal. Ich hab Free Climbing als Spezialisierung auf Akrobatik. Na, das ist ja Free Climbing. Benutzt ja keine Hilfsmittel. Hä? Hallo? Hallo? Hört man mich? Ja. Hallo? Ich wollte nur mal anmerken, dass ich voll was drauf hab und so. Geil! Bäm, heute auch nicht mehr vorgerollt. Nee, also schaffst du nicht. Tut mir echt leid, aber was unmöglich, 6 Erfolge. Pff, da könnte ja jeder kommen. Also du bist da oben und also erstmal da oben ist ein Ventilationsschacht. Der funktioniert auch tatsächlich. Dein technisches Wissen wird dir sagen, dass da auch noch ein Filter drin ist, der sogar ausgetauscht wurde. Man weiß ja nie. Und ansonsten ist da nicht so viel. Aber du findest noch ein Kaugummi. Eine Packung Beetle-Kaugummis. Yay. Hey, das sind Drogen, die kannst du verhökern. Darüber freut sich bestimmt der Hacker. Ja, die sind voll geil. Also ich meine, das Ding ist, die meisten sagen, wenn man ein Ding kaut, ist man sofort abhängig, aber ansonsten sind die cool. Weiß sie, dass das solche Dinger sind? Doch, sie weiß das bestimmt, sie hat Drogen. Naja, weiß sie. Ja. Okay, dieser Ventilationsschacht, kann man mit dem gegebenenfalls was anfangen? Hört sie da was durch? Hört sie da nichts durch? Filter, bla, wie auch immer? Filter ist wie gesagt da und das Geräusch des Ventilators ist zu laut, dass das du besonders nicht viel hören würdest. Okay. Also ich meine, es ist halt ein Brute Force Zugang, klar. Vor allen Dingen, weil der nach außen und nicht nach innen saugt, nicht wahr? Nee, der saugt nach innen. Moment. Eine Dose Pepper Punch. Hab ich gesagt, dass da ein Filter ist? Ich glaube, das dritte Mal jetzt, oder? Ja. Okay, gut. Wäre der Filter zwar schön für die Umwelt, aber ziemlich sinnlos. Ich habe euch nur kurzzeitig nicht gehört, weil irgendwie mein Akku wieder runter war und dann schaltet er immer den Ton aus. Okay, also der Filter ist dafür gedacht. Das Gebäude an sich hat ja kein, also das kleine Haus hat ja keine Fenster. Das heißt, sie brauchen da drin Luft. Da ist eine dicke Stahltür, die scheint auch abgedichtet zu sein. Und da ist halt schon ein Filter drin, weil A, Abgase und B, man hat halt Filter. Ja, klar hat man Filter. Das Ding ist nur, dass diese Filter ja regelhaft, es sei denn, es sind ganz besondere Filter, nur Partikelteilchen rausfiltern sollen. Um diese Ruß- und Abgasfilter rauszudingsen, die filtern aber doch regelhaft nicht gegen Gase. Regelhaft? Ja, die gegen Gase filtern, sind vermutlich recht teuer. Ja. Sieht das Ding so aus wie so ein Ding? Das Ding ist folgendes. Das Ding ist zwar super alt, also die Anlage hier, aber auch früher gab es ja schon Shellrunner. Und wenn du ein Gebäude mit nur einer Sauerstoffzufuhr hast, die halt so ein Ding ist, hat man da auf jeden Fall so einen scheiß Gasfilter eingebaut, weil sonst jeder reinkommt und jeden Scheiß machen kann. Es ist ja nicht so, als könnte man jeden Untergrundbunker und jedes luftabgedichtete Ding mit ein bisschen Gas lahmlegen. Die Leute sind ja klüger als die Runner, zumindest die Zeit. Natürlich sind die Leute klug. Die Frage ist nur, A, denken die Typen da jetzt auch dran, weil die sind ja offensichtlich nicht so hyperprofessionell. B, sie haben den neuen Filter eingebaut. Das heißt, sie hatten vorher einen alten Filter drin. Dieser alte Filter kann durchaus noch diese Funktion gehabt haben. Der neue muss es aber nicht zwingend haben, weil er denen viel zu teuer war. Deswegen frage ich. Genau. Sie haben von dem, was du siehst, einen, der auch gegen Gase wieder anspringt, eingebaut. Okay, hätte sein können. Ja. Vor allen Dingen, weil solche Chemiefilter, die müssten ja auch schon ausreichen, weißt du, wenn du oben irgendwelche Chemikalien hast, die verdampfen. So, ist ja auch keine Ruß. Ja, also das kommt ganz drauf an, wie du da bist und was für Chemikalien. Normalerweise entlassen die ja jetzt nicht was weiß ich, was für Chemikalien in die Umwelt, die Leute. Also ja, theoretisch schon, Ja, theoretisch schon, aber ich sag mal, wenn du so einen richtigen Gasfilter haben willst, der richtig gegen den Kram, das ist ja schon hier, das ist ja schon viel so.
Wir von war Kohlenstoff Aztec haben uns immer darum gekümmert, dass die Umwelt Schadstoffen nicht ausgesetzt war. Schöne Sache, Leute. Geht heute richtig ab. Sehr gut, sehr gut. Aber, so, andere Frage. Sollen wir einen Folgenbreak machen gleich, oder? Jo, aber du kannst die Frage noch stellen. Eine Frage. Filter vor dem Ventilator oder nach dem Ventilator von uns aus gesehen? Und dann haben wir das mit einem Filter versehen, aber wir haben den draußen angebaut, damit die Leute das von draußen auch abbauen können. War eine gute Idee. Bitte, Daddy. Hätte klappen können. Bitte. Was ich mag natürlich 48.000 Fehler gemacht haben, aber den hier nicht. Okay. Was nichts daran ändert, dass der vermutlich ein Signal sendet, wenn er dann ausgeht oder wenn damit irgendwas ist, aber dafür hätte man ja theoretisch einen Hacker dabei, der dann dafür sorgen kann, dass mit dem Ventilator alles in Ordnung ist. Wäre auch mal getrost. Ja, kann man ja immer noch anzapfen, so ein Draht. Ist ja richtig. Nicht das Ding. Ja, aber ist aufwendiger, ich sag's nur. Ja, ja, was? Das kriegt unser Hacker ja wohl hin. Was mich aber zur nächsten Frage führt, wo sind denn diese Verdrahtungen an diesem Ventilator? Kann man da ran mit ein bisschen Aufwand? So, dass man quasi sagt, okay, der Ventilator wird jetzt weiter senden, dass alles in Ordnung ist und aufhören, frische Luft zu führen. Um sie rauszulocken. Naja, irgendwann, wenn die halt nicht mehr, wenn die nicht merken, dass die keinen Sauerstoff mehr kriegen. Weißt du, wenn sich so ein Raum langsam, aber sicher anfängt mit Kohlendioxid zu füllen. Also, ich denke, dass alles, was Verkabelung ist und so innen sein wird von dem Ventilator, weil man da auch einfach besser rankommt. Es Universalports, wo man sich anstöpseln kann, gibt's vermutlich am Türschloss, aber das halt direkt an der Tür. Und ansonsten wüsste ich nicht, wo sie da einen haben sollten. Das mit dem Kohlendioxid, also es wird wahrscheinlich reichen, um sie rauszulocken, aber du machst ja dann bei dir auch irgendwann das Fenster auf, wenn du das Gefühl hast, es ist stickig. Die haben ja kein Fenster, die haben ja nur eine Tür. Ja, natürlich, aber... Und dann kann man dann eine Granate reinwerfen mit Pepper Punch. Eine Granate. Ja, Pepper Punch halt. Pump. Eine Granate. Pepper Punch kommt mir wohl noch ran. Eine Granate. Pepper Punch. Ja, eine Granate. Du kannst auch einfach eine Dose Pepper Punch als Sprühdingsbums nehmen, packst dann Asphaltböller drum und dann hast du eine improvisierte Pepper Punch Granate. Ja, nein, darum geht's ja nicht. Die Idee war nur, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, da reinzukommen, ohne sich dann eine Schießerei oder einen Kampf oder eine Granate oder eine Explosion liefern zu müssen. Denkst du dran, dass die Giftregeln bei mir nicht so asozial sind wie eigentlich und die theoretisch eine Chance haben? Verdammt. Also ein Pepper Punch wird sie natürlich schon schädigen, aber es wird sie nicht auf jeden Fall wegbollern und ich habe noch keinen Pepper Punch in der Liste, aber ist ja egal, ne, was dann geht ja auch. Ja, gut. Ich dachte jetzt auch nur an so, was ich auch auf der Straße kriegen kann. Na, Tränengas wirst du schon auch irgendwie kriegen. Naja, eben. Aber das wäre so halt eine Möglichkeit für den harten Entry. Also das wäre dann, ja. Ne? Wenn 11 Leute gleichzeitig ausschalten, ist okay. 11? In das Ding passen niemals 11 Leute rein übrigens, ne? Und als der Typ reingegangen ist, habt ihr 3 andere gesehen. Ja, aber es sind insgesamt 12. Mit denen er viel Kontakt hat. Ah, okay. Naja, die müssen ja auch rund um die Uhr bewachen. Das heißt, die werden schon sich in Schichten eingeteilt haben. In der Tat, da eben. Jetzt auch schon eine Weile da sein, wird jetzt einer mal kommen, der einen ablöst. Es scheint, auch von der Kommunikation her, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, können sie das ja durchgucken. Es scheint nicht so zu sein, als hätten die feste Zeiten oder so. Die brüllen sich dann mal durchs Comic an, dass er endlich seinen Arsch herbewegen soll und sowas. Aber es ist halt so, dass da schon immer mal... Also es sind offenbar immer 4 Leute da. Wenn nichts Überhartes dazwischen kommt, es gab auch schon mal weniger. Aber, ne, du weißt, was ich meine. Okay, damit kann man auch... Dafür muss man eventuell nicht so eine teure Granate benutzen. Ihr brecht einfach den Lüfter auf und lasst den und werft den Zwerg rein. Ja, so ungefähr. Oder wir lassen eine Glasfaser runter und lassen Jojo da durchgucken. Wir könnten auch einfach
den Ventilator ausbauen, den Partikelfilter ausbauen, den Ventilator wieder einbauen und den Zwerg durchschmeißen. Dann gibt's Blutregen, die sind kurzzeitig schockiert, so schockiert, dass sie nichts machen können und wir nutzen einfach die Zeit. Finde ich völlig plausibel. Es ergibt auch viel mehr Sinn als alles andere. Natürlich. Okay, wir haben jetzt einen Plan. Dann werden wir den nach der Pause durchführen, würde ich sagen. Wir gucken mal kurz, aufs Karma klappt. Wanderzart, hast du Einwände? Nee, ich finde das voll die geile Idee. Okay, mach mal so. Läuft. Penis garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. Ich habe Jojo geschrieben. Also ich hab das irgendwie noch ganz kurz vorm Spiel am Video abgequatscht, dass sie ja jetzt mal die Pseudo-John-Söhne ist und so, ne? Und bla, und hab dann vergessen, dass TikTok bestimmt bezahlt wird. Also hab ich ja schnell im Chat nebenbei geschrieben. Der Krieg 1000 plus Verhandlungsbasis. Und ich dachte, die gibt ihm halt 1000 und wenn er irgendwie mehr verlangt, guckt sie mal, ob sie sich behandeln lässt. Aber sie fängt halt einfach mit 750 an, weil, naja, Verhandlungsbasis, du weißt schon, du meintest so bestimmt, der kriegt weniger. Das ist Jojo. Das ist einfach die schlimmste Torte der Welt. Naja, Tee. Ich meine, das ist jetzt auch kein Mega-Job. Also kann er ruhig mal, kann er also, ne? So. Abspecken. Das ist eh zu viel dran an dem Jungen. Wenn er Hänsel spielen will, da muss da noch ein bisschen was runter. Des Weiteren hatte ich an dem Tag irgendwie super viel, keine Ahnung. Ich habe mir vermutlich 4 Stunden Hundebabys oder so angeguckt und war dann voller Hormone. Weil der Vlad war ja viel zu nett zu Kabern. Ich hätte ja komplett ausrasten müssen. Ne? Als er meinte, das musste geklärt werden, so ganz nonchalant. Da hätte eigentlich der scheiß Arm in seiner Küche abgerissen werden müssen und durchs Fenster fliegen müssen oder auf Kabern eingedroschen werden müssen. Aber keine Ahnung, ich war irgendwie nicht in der Stimmung für so viel Hass. Das ist ungewöhnlich, aber passiert. Ich habe bestimmt noch, ich kann mir das gut ausmalen, dass ich da bestimmt noch genug Gelegenheiten habe, das richtig zu stellen. Nicht? Jutti. Ansonsten, die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass, Alba vor allen Dingen auf dem Album The Greener Grass, und das Outro ist von The Cheese Mites mit Cheese My All Night Peace Garage, das Bild von Evil Chibi mit dem Titel Doomsday und aller Rechte auch scheiß in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Mails, Bros.